Eine Busfahrt, die ist lustig. Eine Busfahrt, die ist toll. Seid jetzt endlich mal ruhig, hallo? Dieses Gejaule ist ja wirklich nicht auszuhalten. Herr Busfahrer, Sie haben sich so sehr aufgeregt, dass wir mittlerweile schon am Ziel vorbeigefahren sind. Was? Es ist doch ein Wunder, dass sich das Ding überhaupt vom Fleck bewegt hat. Mann, ich bin doch nicht mal Busfahrer. Was? Na gut, weißt du, ich kann auch eigentlich laufen oder sowas. Oh Mann, ey, Camp! Ich hab den Namen vergessen. Ganz genau, Cedric. Herzlich willkommen in Camp. Ich hab den Namen vergessen. Ich meinte damit eigentlich nicht, dass das so heißt, aber egal, wie auch immer. Oh, ja, richtig, natürlich. Vergesst auf jeden Fall nicht, dass bevor ich euch laufen lassen kann, alle 374.000 Regeln vorlesen muss. Regel Nummer 1. Niemand lässt den Lehrer alleine auf dem Campingplatz stehen. Hey Leute, habt ihr eigentlich irgendeine Ahnung, was der Typ uns sagen wollte? Nein, keine Ahnung. Ich glaube, der wollte uns safe nur irgendwas von seinen blöden Regeln erklären, aber ich hab schon mal ein wunderschönes Haus gefunden. Wow! Alter, das sieht ganz schön gruselig aus. Dieses Haus ist so schwarz und so finster und so schwarz und so finster. Ja, das sagtest du bereits. Naja, weißt du was? Ich meine, wir sind doch keine Weiche. Oh, Leute. Oh, da ist der Lehrer. Ach, da seid ihr. Ich dachte schon, ihr wärt von mir weggelaufen. Was? Sowas würden wir doch niemals tun. Nun denn, Regel Nummer 2. Plötzliches Verschwinden ist strikt untersagt. Oh. Oh Mann, es ist so unglaublich finster und dunkel in diesem Haus. Und finster und dunkel. Bist du dir wirklich sicher, dass das eine gute Idee war, vor dem Lehrer in dieses Haus zu flüchten, Cedric? Natürlich ist das eine gute Idee. Glaub mir, der Lehrer wird uns auf gar keinen Fall folgen. Sie sind mit Sicherheit in diesem Haus, aber ehrlich gesagt möchte ich da nicht unbedingt rein. Und abgesehen davon braucht ihr überhaupt keine Angst zu haben. Dieses Haus ist mit Sicherheit total unbewohnt. Ah! Oh mein Gott, der Busfahrer, er ist tot. Was? Der Busfahrer ist tot? Was ist mir denn passiert? Oh nein, ich wusste, es ist keine gute Idee, dieses Haus reinzugehen. Moment mal. Ich bin doch der Busfahrer. Hey, was macht ihr denn hier? Das ist eine sehr gute Frage. Die bessere Frage ist, was machst du denn hier, hä? Ich habe ein Nickerchen gemacht. Das ist ganz wichtig als Busfahrer. Vor allem, wenn man so eine stressige Sippe wie euch herumkutschieren muss. Okay. Leute, ich sag's euch, mit diesem Typen stimmt irgendwas nicht. Ist schon bewusst, dass ich neben dir stehe und dich hören kann, oder? Ups. Ich meinte natürlich den Lehrer. Oh Mann, ey. Das war wirklich schon mal ein abenteuerlicher erster Tag im Camp. Ich hab den Namen vergessen. Ganz genau, Cedric. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der Platz hier wirklich so heißt. Naja, gut, egal. Oh, wisst ihr was, Leute? Ich hab eine super Idee, was wir heute machen können. Schlaf. Nein. Obwohl, ja doch, das auch. Aber ich habe eine super gute Idee. Lass uns doch einfach in diesem komischen Haus da hinten übernachten. Oh je, das ist eine super gute Idee. Obwohl, nein, das ist eine furchtbare Idee. Ach komm schon, sei doch kein Weichei. Was soll denn da bitte sein? Der Busfahrer, der da ein Nickerchen hält? Gutes Argument. Ach, macht euch keine Sorgen um den Busfahrer. Er ist vielleicht komisch, aber Gott sei Dank ist er nicht komisch. Das macht keinen Sinn, Cedric. Ach, ich finde es toll, mit euch hier zu sein. Und jetzt, wo wir schon mal da sind, kann ich doch mal Regel 3 verkünden. Wo waren wir noch mal stehen geblieben? Ah ja, hier steht's. Regel 3. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, wir müssen uns jetzt ernsthaft noch Regel 3 anhören. Ha, das haben wir Gott sei Dank verhindert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Leute, habt ihr eure Schlafsäcke eingepackt? Ich glaube, das wird eine wilde Nacht. Yay! Sag mal, was sagst du denn dazu, wenn ich meinen Schlafsack vergessen habe? Das ist absolut fantastisch. Naja, du kannst auch in einem der Betten schlafen. Ist auch okay. Ich glaube, das werde ich auch tun. Oh Mann, oh Mann. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich schon sehr, sehr müde. Deswegen werde ich einfach mir eins der Betten nehmen und mich ins Bett hauen. Gute Nacht und bis morgen. Oh Mann, ey. Ich kann mich nicht daran erinnern, auf einem Hochbett eingeschlafen zu sein. Was ist denn hier los? Zerschnitt Russ! Zerschnitt Russ! Zerschnitt Russ! Zerschnitt Russ! Was? Wo bin ich denn hier gelandet? Hilfe! Warum sind hier... Moment mal, das ist der Herr Lehrer? Das ist der Busfahrer? Und das sind meine Mitschüler? Warum? Was habt ihr gesagt? Zerschnitt Russ! Zerschnitt Russ! Zerschnitt Russ! Zerschnitt Russ? Was um alles in der Welt war das denn? Leute! Notfallversammlung! Notfallversammlung! Cedric, ich habe etwas super Komisches geträumt. Ehrlich? Ich auch. Ich auch. Und wisst ihr was? Ich nicht. Okay, nein, ich wollte nur cool wirken. Ich hab's auch gehabt. Oh Mann, was habt ihr denn geträumt? Habt ihr auch geträumt, dass ihr alle irgendwo da seid und... was haben sie doch mal gesagt? Zerschnitt Russ? Ja, ganz genau, Zerschnitt Russ. Was auch immer das bedeuten soll. Ihr hattet... Moment mal, wir hatten alle den gleichen Traum. Und ich hab doch geträumt und geschlafen, aber es scheint immer noch Nacht zu sein. Das ist wirklich ganz schön komisch, ehrlich gesagt. Und wisst ihr, was noch viel komischer ist? Was denn? Na, dass der Busfahrer da hinten am Fenster steht. Hallo!
Ups, tschüss. Autsch, das war mein Steißbein. Das ist in der Tat wirklich sehr merkwürdig. Oh Mann, ey. Leute, ich will ja jetzt keine Panik machen, aber ich glaube, dass der Busfahrer irgendwas damit zu tun hat. Nein, 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 nein. Du musst ruhig bleiben und absolut keine Panik bekommen, bitte. Ach, Leute, das bringt doch alles nichts. Wir hatten alle den gleichen Traum. Was bedeutet Zatschnitt-Russ? Hm, vielleicht ist es ein Geheimcode. Oder vielleicht ist es einfach nur Kauder, weil Stern einem Traum entstanden ist. Hm, was sind denn geheime Geheimcodes? Vielleicht ist es einfach rückwärts gesprochen. Ach, Quatsch, was soll denn Ratz den Schuss? Ach, du weißt, was ich meine, bedeutet? Naja, Zatschnitt-Russ. Such den Schatz. Hm. Das ist reiner Zufall. Um was für einen Schatz soll es denn bitte gehen? Ich habe keine Ahnung, aber komischerweise habe ich mich im Sommercamp wiedergefunden. Vielleicht finden wir den ersten Hinweis dort. Das ist eine gute Idee. Dann lass uns vielleicht mal dahin laufen. Vielleicht sollten wir dem Lehrer Bescheid sagen wegen dem Busfahrer. Oh, mein Steißbein. Okay, na schön. Der Lehrer, wo könnte der denn nur sein? Ich habe ihn ehrlich gesagt schon etwas länger nicht mehr gesehen. Habt ihr ihn gesehen? Oh Mann, vielleicht hat der Busfahrer ihm irgendwas angetan. Wir müssen so schnell wie möglich diesen Schatz finden. Und was genau hilft uns ein Schatz bitte, den Lehrer zu retten? Also, wenn wir Lösegeld hätten, könnten wir Lösegeld bezahlen und sich neue Gucci-Klamotten kaufen. Na gut, okay, egal, Leute. Lass uns einfach mal nachschauen und gucken, ob wir irgendwas finden können. Was könnte denn nur das sein? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, das Sommercamp. Hier muss sich wohl irgendwo ein Hinweis finden lassen. Also eigentlich ist es reine Spekulation, aber wir hoffen einfach trotzdem mal darauf, dass wir hier irgendwas finden können. Und zwar den Busfahrer. Egal, na gut. Was? Wow, hier ist eine Spinne, das ist mir noch nie aufgefallen. Ha, Gucci, Gucci, Gucci. Hey, bin ich ein Plüschtier oder eine richtig gefällige Spinne, Mann? eine sprechende Stimme? Oh Gott, hau mich mal, ich weiß nicht, ob ich immer noch träume. Oh, mit großem Vergnügen. Oh, hey, was? Hey, du hast doch gesagt, ich soll dich hauen. Das war doch nicht wörtlich gemeint, das weiß man doch. Na gut. Leute, die Spinne ist weg. Was ist hier passiert? Die Spinne ist weg? Das ist seltsam. Obwohl, nein, eigentlich ist es gar nicht mal so seltsam. Spinnen haben doch Beine, die können doch laufen. Was um alles in der Welt ist hier los? Okay, Leute, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mir nicht so ganz sicher bin, was hier eigentlich los ist. Und vielleicht sollten wir einfach noch mal kurz träumen gehen, um mehr zu verstehen, was hier passiert ist. Also lass uns doch einfach noch mal versuchen, schlafen zu gehen, oder? Ja, das ist eine gute Idee, denke ich mal. Na schön. Okay, gut, Leute, der Plan lautet, wir müssen träumen. Und diesmal achten wir alle auf irgendwelche komischen Hinweise. Und wenn ihr irgendwas rausfindet und dann aufgestanden seid, dann sagt ihr uns Bescheid, alles klar? Also tut mir mega leid, aber ich hab dir wirklich echt gar nicht zugehört. Einfach aufpassen, okay? Gut, dann gute Nacht und bis später. Oder gleich, oder keine Ahnung. Träum ich schon? Ey, du träumst gerade nicht. Oh, dann ist ja gut. Vielen Dank, lieber Busfahrer. Oh Mann, ey, das hier ist eine wirklich ausgezeichnete... Mann, okay. Nicht vergessen, Cedric, du bist in einem Traum und du kannst dir nicht wirklich wehtun. Warte mal. Sie sind wieder hier. Wollen Sie wieder Such den Schatz suchen oder sagen, hey? Oh, hey, Cedric, wie geht's dir? Bist du mir schon wieder Schatz des Schutz sagen? Nein. Warte mal, Moment mal, bist du der Echte? Und Moment, seid ihr beiden auch die Echten? Hey, wacht auf, hopp, hopp, hopp. Also... Nein, wacht nicht auf, sondern wacht im Traum auf. Das ist komisch. Oh Mann, wo sind wir denn diesmal gelandet? Ja, ich glaube, diesmal sind wir nicht im Sommercamp, sondern irgendwie an einem anderen Ort. Hinter dem Wasserfall. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Leute, lasst uns auf jeden Fall mal schauen, was hier ist. Wenn ihr schon da seid und wenn ihr echt seid, weil ich nicht weiß, ob ihr das seid oder nicht. Aber egal. Warte mal, Leute, ich sehe da hinten irgendwas. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was? Wer bist du denn? Ich bin der Felsenmann, der seit 3000 Jahren hier steht. Oh Mann, der Felsenmann. Ihr seid 3000 Jahre, die ihr steht. Auf was passt du denn auf? Oder warum stehst du denn da 3000 Jahre? Hast du auf irgendwas auf oder so? Nein, um ehrlich zu sein, stecke ich hier einfach nur fest. Ja, wenn man aus Stein ist, ist man leider nicht so ganz gelenkig. Oh, dem kann ich super helfen. Oh Mann, danke schön. Das ist ja ein sowas von befreiendes Gefühl. Okay, ich will ja nicht sagen, aber jetzt stecke ich hier fest. Ist doch nicht schlimm, ist doch sowieso nur ein Traum. Warte mal ganz kurz. Was machst du denn eigentlich hier? Nun ja, wie du schon sagtest, ich bewache seit 3000 Jahren den Eingang zur Geheimschatzkammer von König. Ich hab seinen Namen vergessen. Warte mal, ist das etwa der Gründer von Cap? Ich hab seinen Namen vergessen. Genau das ist er, genau der. Die Besonderheit an dem Ganzen ist, dass das Portal nur von Kindern betreten werden kann. Das ist ja gut, weil wir sind welche. Ehrlich? Das ist ja ausgezeichnet. Na dann, viel Spaß. Juhu, dann lass uns mal reingehen. Sag mal Leute, wie kommen wir denn eigentlich rein? Ach so, das hätte ich vielleicht erwähnen sollen. Man kommt natürlich nur rein, wenn man nicht gerade träumt. Oh Mann, na gut, das ist absolut kein Problem. Dann wachen wir einfach auf.
Hallo? Wir wachen auf? Also, ich fühle mich noch nicht sonderlich wach, Cedric. Moment mal, träumen wir jetzt etwa durchgehend? Wie kommen wir denn aus dem Traum wieder raus? Oh, da gibt es relativ einfache Möglichkeiten, die leider allerdings hier alle nicht funktionieren. Denn ihr träumt nicht an einem normalen Ort. Dieses Haus ist das Haus von König. Ich habe seinen Namen vergessen. Irgendwas hat dieses Haus an sich, was Träume verstärkt. Es erlaubt sogar, in Träume von anderen Menschen einzudringen. Also, sind wir etwa in einer Traumwelt gefangen, wo wir nie wieder raus können? Oje, oje, oje. Na gut. Leute, wir werden schon irgendeinen Weg finden müssen. Es gibt ganz einfache Methoden, um aufzuwachen. Kommt mal mit, kommt mal mit. Methode Nummer 1, Wasser. Okay, das ist keine gute Methode gewesen. Es ist nur ein bisschen nass. Methode Nummer 2, wir schlagen uns einfach selbst alle ins Gesicht, okay? Okay, ouch, 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 ouch. Okay, das scheint auf jeden Fall auch nicht zu funktionieren. Aua! Au, weißt du, manchmal hasse ich dich wirklich. Oh Mann, Leute, ich will nichts dazu sagen, aber ich habe absolut keine Ahnung, wie wir aus dieser Traumwelt jemals wieder rauskommen können. Ich weiß es. Herr Lehrer, Sie sind auch in unserem Traum. Das ist irgendwie komisch. Also diese Träume, wo ich übrigens davon geträumt habe, Mathehausaufgaben zu schummeln, die sind nicht echt. Oh, ja, Cedric, ich habe all deine Träume gesehen. Unter anderem auch deine Fantasien, mich in ein Gefängnis zu sperren. Ist das nicht lustig? Nein, aber was noch viel lustiger ist, ist, dass ich durch euch jetzt den Zugang zum Schatz kenne. Und ihr werdet mir helfen, ihn zu finden. Oh Mann, das waren die ganze Zeit Sie. Ganz richtig, Cedric. Hi! Was? Was? Moment mal. Also war das wirklich die ganze Zeit der Lehrer? Ganz recht, natürlich war ich das. Oh Mann, war es schwierig, so zu tun, als wäre ich Lehrer. Was? Wir dachten immer, der Busfahrer würde dahinter stecken. Der Busfahrer? Die Niete hat doch gar keine Ahnung von irgendwas. Der kann doch nicht mal richtig Bus fahren. Und das als Busfahrer. Wirklich sehr peinlich, wenn ihr mich fragt. Oh Mann, wir wurden komplett reingelegt. Was hat er denn jetzt vor? Okay. Die hier nehme ich mit. Das ist mein Eintrittsticket. Und ihr dürft gerne hier ein bisschen versauen. Bis dann. Oh Mann, Leute, es tut mir so leid, dass ich euch alle da reingezogen habe. Wir werden hier wohl für immer bleiben müssen. Es weiß letztendlich keiner, dass wir hier sind. Naja, Cedric, einen gäbe es da, der wüsste, wo wir sind. Wer? Der Busfahrer? Nein, meine Mutter, wenn sie die Find My Dog App auf ihrem Handy benutzt. Hast du dein Handy überhaupt bei dir? Oh nein, ich glaube, das hat der Lehrer mir weggenommen. Wir sind geliefert. Oh Mann, ist das staubig hier. Oh mein Gott, wir sind gerettet. Vergiss das, was ich über deine Mutter und die Find My Dog App gesagt habe. Hey Jungs. Oh, es ist nur der Busfahrer. Der Busfahrer. Du kannst uns retten, oder? Natürlich kann ich das. Übrigens, ich kann euch ein Geheimnis verraten. Mein Name ist Special Agent Fahrerbus. Und ich wurde in einem Geheimauftrag geschickt, um den seltsamen Lehrer aufzuhalten. Und um zu spionieren. Du kannst dir kaum vorstellen, wie spannend ich das finde. Und was für ein toller Spion du bist, der auch niemals gesehen wurde. Aber kannst du uns bitte hier losmachen? Und ich habe eine Liste von 374 Abzeichen gewonnen, die... Oh, so, ja, natürlich. Oh, okay, gut, alles klar. Ich wäre dann soweit. Lass uns diesen komischen Typen aufhalten. Los geht's! Oh Mann, der wird sowas von Stress von mir bekommen. Den mache ich fertig. Da ist er ja auch schon. Ja, 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 hopsassa. Ich bin ein Superstar. Ah, du hast recht, du bist durch und durch. Wahnsinnig. Herr Lehrer, das Spiel ist aus. Wir sind alle hier versammelt. Oh, Cedric, ihr kommt leider schon zu spät. Was, wir sind zu spät? Hast du die Kammer etwa schon geöffnet? Nein, aber ihr seid trotzdem zu spät, denn ich habe die gesamte Macht der Schamanenmagie schon an mich gerissen. Hossa, 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 hopsa, hossa. Herr Lehrer, es gibt keine Schamanenmagie. Es gibt eigentlich gar keine Magie, um genau zu sein. Hätte ich jetzt nicht? Ach, verdammt. Dieses Buch soll ich dann wohl zurückgeben. Ich möchte mehr aus nur Kartentricks können. Leute, schnappt ihn euch! Hiya! Oh Mann. Das habt ihr ausgezeichnet gemacht, Jungs. Wir sind keine Jungs. Ja, Jungs und Giraffen, wie ich schon sagte. Also, den Typen werde ich mitnehmen und an die geheime Organisation abgeben. Euch noch einen schönen Tag. Hopp, hopp, marsch, los. Oh, ich werde meine Schamanenmagie schon noch bekommen. Oh Mann, Leute. Okay, ich muss euch etwas sagen. Während wir das Ganze durchgemacht haben, ist mir eines klar geworden, dass wir generell nicht mehr in dunklen Häusern übernachten sollten. Ja, nee, kommt drauf an. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass wir das Portal am besten in Ruhe lassen sollten. Denn das ist die geheime Schatzkammer von König, ich habe seinen Namen vergessen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir die Schätze von toten Königen nicht plündern sollten. Denn das gehört sich so... Oh mein Gott. Naja, wie dem auch sei. Ich würde trotzdem sagen, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Folge. Lasst auf jeden Fall Daumen nach oben und auf den Knaller. Haut rein und ciao.